Hallo Freunde und willkommen. In diesem Video kurz gezeigt, wie wir nach einem großen Update oder Upgrade zu der vorherigen Version von Windows 10 zurückkehren können, wenn das erforderlich sein sollte, beziehungsweise warum das nicht immer geht, da die Option fehlt beziehungsweise ja ausgegraut ist, und gleichzeitig auch mit der Antwort auf die Frage, kann ich das Windows.World Ordner hier löschen beziehungsweise hier die vorherige Windows Installationen. Das kann auf jeden Fall sinnvoll sein, wenn wir uns sicher sind, dass wir es nicht mehr brauchen. Ja, wenn alles super mit der neuen Version läuft, dann bräuchten wir den Ordner eigentlich nicht mehr und können es ruhig löschen, denn das belegt wirklich jede Menge Platz. Das ist jetzt hier noch gar nichts auf unserer Platte. Ja, löschen können wir das ja ganz einfach mit dem Windows-eigenen Cleaning-Tool hier. Also einfach Windows-Taste und Clean hier schreiben, hier beziehungsweise Datenträgerbereinigung. Ganz wichtig, das Tool müssen wir als Admin ausführen, also mit rechter Maustaste als Admin ausführen, sonst wird uns die Option gar nicht angezeigt. Das dauert einen kleinen Moment, jetzt wird gescannt. Und genau, wenn das durch ist, können wir hier einfach die hier auswählen, ja, vorherige Windows-Installation, einfach Häkchen setzen, mit OK klicken, weiter, und dann wird der Ordner hier gelöscht. Das kann etwas Zeit in Anspruch nehmen, je nachdem wie groß der Ordner ist. Einfach geduldig abwarten, bis das durch ist. Und ja, schon haben wir einige Gigabyte mehr Platz auf unserer Festplatte. Allerdings können wir dann nicht mehr zu der vorherigen Version zurückkehren, das im Prinzip ja genauso einfach geht, und zwar über die Einstellungen hier. Upsala, genau. Also Einstellungen, Updates und Sicherheit, Wiederherstellung. Und hier haben wir die Möglichkeit zur vorherigen Version von Windows 10 zurückkehren. Los geht's. Bei mir geht das jetzt, weil der Ordner, wie gesagt, hier noch da ist. Ja, die vorherige Installation, Version, ja, von Windows eben. Wenn das gelöscht ist, ist der Button hier ausgegraut und wir haben da keine Möglichkeit mehr, quasi zurückzukehren. Wenn der Ordner da ist und wir da große Probleme haben, einfach hier auf, ja, los geht's klicken. Hier haben wir noch ein paar Optionen, warum wir das machen wollen. Hier können wir noch was eingeben. Wir werden dann, ja, ich mache jetzt mal weiter. Ich denke, das geht jetzt noch nicht los. Genau. Uns wird hier danach angeboten, noch nach Updates zu suchen, die unsere Probleme eventuell lösen können. Das können wir machen oder auch nicht. Ich mache mal ein Danke. Hier noch ein paar Hinweise und jetzt einfach auf Weiter. Und schon wird das System bzw. ja, Windows zurückgesetzt auf die vorherige Version. Das dauert natürlich eine Weile. PC neu starten und schon haben wir die alte Version, die vorherige wieder. Wie gesagt, vorausgesetzt ist, dass der Ordner noch da ist. Wenn er gelöscht ist, dann geht das nicht mehr. Das ist der Grund, ja. Genau, das ist aber auch schon alles, was ich jetzt euch schnell zeigen wollte. Ich hoffe, die Frage ist hiermit beantwortet. Wenn ihr weitere Fragen habt oder Anregungen, einfach einen Kommentar hinterlassen. Abonnieren nicht vergessen. Über ein Like freue ich mich natürlich auch, wenn es euch gefallen hat. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.